Servus! Guten Morgen! Hallo! Wie geht's da? Es ist 5:45 in der Früh, ich weiß nicht, ob du das siehst. Heute zeige ich dir meine Morning Routine, okay? Meine realistische Morning Routine. Du denkst dir gerade, so sind wir in 2015, Steffi. Nein, aber wenn ich dir sagen könnte, wie die 2015 YouTube-Era einen Chokehold auf mir hatte, wenn irgendwer von meinen Lieblings-YouTubern eine Morning Routine gepostet hat, I was literally, ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts, buckled in. Was obsessed. Und wenn es eine Fall-Morning-Routine war, dann hättest du mit mir den ganzen Tag nicht mehr reden können, weil ich habe mir dieses Video hunderte Male angeschaut. Ich wusste natürlich, dass das fake ist. Wusste ich damals, dass das fake ist? Wahrscheinlich nicht. Mein erstes YouTube-Video, was nicht immer auf diesem YouTube-Channel ist, ist eine Morning-Routine. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, it slaps. I'm just letting you know. Aber es war so eine richtig fake, aber aesthetic, overly saturated, von einer 12-Jährigen gemachte Morning-Routine. Und es war lebend. Listen the fuck up, ich muss dir ganz kurz was sagen. In den letzten 2 Tagen ist mir viel passiert. Ich hatte einen Autounfall, was nicht meine Schuld war. I got my nails done. Siehst du das? Ich liebe, wie ich gerade meine Nägel zeige und ich habe dir gerade gesagt, ich hatte einen Autounfall. Und ich so, schau meine Nägel an. Schau, wie pretty. I love Greta. Diese Nägel sind natürlich von Could Be Your Nails Too. Basically, mein Morgen beginnt immer so unter der Woche. Ich stehe jeden Tag um 6 auf. Das ist jetzt kein Scherz. Ich bin nicht so, oh mein Gott, ich stehe jeden Tag um 6 auf. Weil ich muss meistens so um 9 anfangen zu arbeiten. Und ich liebe es vor, mein Tag beginnt zu trainieren. Und deswegen trainiere ich immer um 6.30 Uhr. 2-mal in der Woche trainiere ich mit dem David, den du kennst. Und sonst trainiere ich alleine oder gehe zu Pilates gerne. Let's go. Okay, das erste, was wir machen, ist Zähneputzen. Du denkst dir gerade so, Steffi, du redest mit mir, bevor du dir die Zähne nicht geputzt hast, sue me, okay? Honestly. Hi. Let's set you up. Meine Zahnpasta ist schon fast leer. Ich wasche mein Gesicht auch nie vom Training, wenn ich zu Hause trainiere. Einfach nur, weil meistens habe ich Pimple Patches oben, die ich eigentlich noch gerne oben hätte fürs Training. Und weil meine Haut ist erst besser geworden, seitdem ich nur ein paar Mal in der Woche Skincare verwende. Und deswegen mag ich nicht so 3-mal am Tag mein Gesicht cleansen. Deswegen, weil wir heute auch dann eine Everything Shower machen. Küss-Chinese. Wenn du meine Haare gerade sehen würdest. What's happening? Die einzige Skincare, die ich meistens benutze in der Früh, ist mein Kosa Spray oder mein Tower 28 Spray. Ich zeig dir das. Da ist mein Tower 28 Spray. Das benutze ich sehr gerne. Aber eigentlich, ich bin gerade obsessed mit meinem Kosa Spray. Das da ist das Kosa Spray und das hat meine Haut so wirklich verändert im letzten Monat und ich benutze das eigentlich sehr oft, überhaupt wenn ich keine Skincare verwende, dass das so besser einwirken kann. Das ist Plump and Juicy Vegan Collagen Spray on Serum und das ist mega geil, plus the packaging is so cute. Also das da verwende ich. Immer gut schütteln davor. Yup, period sister. Let's see what we got. Ich glaube, ich bin heute in the mood for dunkelblau. Ich ziehe mich hier kurz um, okay? Ich habe leider zu dieser Hose kein Matching Top. Ich habe nur das Schwarze und das Braune. Wir tragen das Schwarze. So, ich habe mein Hotel Schloss Seeface Pullover an. Ich liebe den. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist meine Haare in einen Zopf geben. Und der David ist da. Chillig. Und einen Moment, por favor. Servus. Sag hallo. Hallo. Und dann ganz wichtig, weil wenn der David mich stinkend riecht, ist das nicht gut, benutze ich mein Deo. Also ich glaube, ich habe dich noch nie stinkend erlebt. Ja. Aber du sagst echt immer, dass ich gut rieche. Ist auch so. Schau, da ist mein Jo Malone. Das verwende ich ja. Ah, meine Schuhe brauche ich. Geh schon mal hoch, ich komme gleich. So, da sind meine Schuhe versteckt. Ich glaube, das beste Kompliment, was man mir so äußerlich geben kann, ist, ich rieche gut. Oder wenn du mir sagst, mein Lächeln ist wunderschön, das ist das schönste Lächeln, was du je gesehen hast, bin ich so. Let's go. Wee, 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 wee. Servus. Schau, wer schon da steht. Laufband ist schon aktiviert. Schau, wie schön da die Sonne reinkommt. Pretty. Steigung 4, Geschwindigkeit 4,4. Der David und ich haben immer in der Früh unsere Tequila-Session. Ja, wir haben eine Tequila-Session. Trinkst du gerade einen Red Bull? Ja.
Der David ist Fan vom pinken Red Bull. Oh ja. A for effort, weil das ist jetzt eigentlich noch anstrengender als das normale Training, dass ich gerade die Kamera halte. Zum Ausgleich eine 2 Kilo Hafer. Ich glaube, es ist das Gleiche. Ja, ich fürchte, oder? Boah. Nee. Machen wir heute Arme oder Beine? Wir machen heute Bauch in erster Linie und Beine ganz sicher und dann hinten raus Arme. Also wir machen alles. Mhm. Okay. Hätte man mir auch einfach so sagen können, ne? Nein, das ist immer kompliziert. Das stimmt. Also, wir machen immer 15 Minuten am Laufband zum Aufwärmen. Einmal ist dann und fertig. Das ist ein bisschen kaputt hier. Sorry. Mein Gott, was ist er? Er schaut aus wie Schlangenhaut. Schaut cool aus, das gell? Schaut urmega aus. Hat er die andere Hand? Urnice. Also Steffi, was sind deine drei absoluten Lieblingsübungen und deine drei absoluten Hassübungen? Die Hass sind nicht schwer. Die Squats sind mein schlimmster Albtraum. Aus dem Grund, der David beginnt die Übung erst, wenn du schon vor Schmerzen stirbst. Dann wird die Übung erst begonnen. Standard. Die zweite ist, glaube ich, wie heißt denn das da? Die Außenrotation der Schulter. Ja, das tut sau weh. Das sind die einzigen Übungen, die ich nicht mag. Das heißt, du magst nur zwei Übungen nicht? Ja. Was ich liebe, ist Bauch. Alles Bauch. Ich liebe alles, wo wir so ein bisschen nach vorne und dieses, ja, wie heißt denn also das? Alles, was rudern ist, alles, was zurückziehen ist, alles, was in den Rücken geht. Und alles, was da oben ist. Alles, was hier auf der Hyperextension drauf ist. Ja, und ich liebe, wie ich nichts sagen kann. Ich so alles, was... Aber Bauch ist mein Favorite. Bauch brennt. Aber Bauch ist von jedem der Favorite, nicht? Nein. Sondern? Die meisten haben Arme am liebsten. Arme? Ja, was Arme, Schultern. Das? Schultern und Arme, ja. Nein. Naja, wir haben noch drei Bauchübungen. Achso. Zurücklehnen. Hihi. Planky. Yay. Normale Plank? Yes. Nein. Nochmal. Ah. 40 Sekunden noch. Test. Die Plank ist stabil, bitte lass sie. Anstrengend. War das letzte? Das war letzte Bauchübung. Super. Beine. Nein. Doch, Bauch. Ich überdenke gerade mein Leben. Schau, wie ich schwitze. Oder machen wir gleich Faszien? Gleich Faszien. Achso. Es ist Punkt 8 Uhr, wir sind fertig. Babachi. Danke fürs Training. Wir sehen uns am Donnerstag. Boah, der war schön. Der war richtig. Wow. Ich finde die Stimmung in meinem Zimmer, wenn man reinkommt in der Früh, ist so die schönste überhaupt, so wie die Sonne reinkommt. Schau dir diese Stimmung an. Ich finde das schon so cool aus, wie das so mit der Sonne reflektiert und die Schatten von den Jalousien. Ich finde das einfach so schön. Ich habe immer so eine Freude, wenn ich ins Zimmer komme und es schaut so aus. Mausa. Haare wieder färben. Es ist so eine schöne Stimmung in meinem kleinen Gärtchen. Okay, der Garten gehört meiner Mom. Aber ich finde, sie hat ihn sehr schön hergerichtet, genau vor meiner Haustür. So, ich würde sagen, gehen wir duschen.
By the way, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe, aber auf meiner Tür ist so ein kleines Foto von mir, ein Schulfoto. Da war ich, glaube ich, so 6 oder 7. Und ich habe das hier hingepickt auf meine Tür. First of all, dass jeder weiß, the bitch they're talking to, okay? Und weil das ist das einzige schöne Schulfoto von mir jemals. Das einzige. Ich habe nach diesem Foto nie wieder ein gutes Schulfoto gehabt. Wir gehen jetzt duschen. Warte, stopp. Ich muss das kurz zeigen. Oh mein Gott. Ich nehme seit ungefähr einem Jahr die Lemmy-Vitamine von Kourtney Kardashian, ihrer Marke Lemmy. Überhaupt Lemmy Sleep ist so, was ich eigentlich am meisten esse. Und die zwei sind immer nebeneinander bei meinem Bett. Und du denkst dir gerade so, warum ist Focus beim Bett? Ehrlicherweise weiß ich nicht, aber ich finde, sie sind süß so nebeneinander. Also sie schauen good as a pair aus. Beide sind genau gleich, wenn du das siehst, wo die Vitamine sind. Ich nehme halt meistens in der Früh das Lemmy Focus und habe halt eben gerade meine Lemmy Focus genommen. Und dann, ich habe gerade telefoniert und ich bemerke, so, ich glaube, das ist das Lemmy Sleep. Also, wir werden jetzt sehen, ob das wirklich ein Placebo-Effekt ist und ob die wirklich funktionieren, weil sonst muss ich einen Nap machen in ungefähr spätestens 1 Stunde und 10 Minuten. So, we're gonna see. Das ist das erste Produkt, was ich verwende für meine Hautreinigung, also für das Gesicht waschen. Den Rode Pineapple Enzyme Cleanser. Ich verwende den schon seit 2 Monaten und ich bemerke einen riesigen Unterschied bei meiner Haut. Ich liebe das. Und jeden zweiten oder dritten Tag benutze ich diesen Exfoliator auf meiner Haut, nachdem ich das verwendet habe, aber nur in der Früh. Der ist von Zoo Skin Health und das ist der Exfoliating Polish. Ich liebe den. Also das sind die 2 Produkte, die ich heute verwenden werde und die ich eigentlich immer verwende. Also I love these 2. There we go. Finito. Mein Gesicht ist noch nass und jetzt benötige ich ungefähr so viel Produkt für die Exfoliation. Ich teile das einfach immer in beide Hände und beginne bei den Backen. Hörst du das? Einfach für 1 Minute gebe ich mir so eine richtige Massage. Ich liebe diese 2 Produkte. Diese 2 Produkte kann ich echt nur weiterempfehlen. Überhaupt der Rode Pineapple Enzyme Cleanser ist auch einfach so affordable. Ich glaube, der kostet 30 Euro. Ich fühle mich danach immer so geil sauber. Ich meine, wenn ich jetzt nicht sauber bin nach der 40 Minuten Dusche, weiß ich auch nicht. Schau, da sind meine Lemmy-Vitamine genau neben dem Bett und ich habe einfach die Lemmy Focus und die Lemmy Sleep verwechselt. Aber da stehen sie immer neben dem Bett. So, ich bin jetzt ganz fresh und clean. Fresh und so clean. Kennst du das von Shireen David? Wir beginnen mit Skincare. Das ist mein kleiner Skincare-Basket. Also, wie gesagt, ich benutze Skincare nicht mehr oft in der Woche. Eigentlich nur 4 Tage in der Woche. Und dann mache ich so 3 komplett nichts. Aber wenn ich Skincare verwende, benutze ich als erstes diese Rode Glazing Milk. Dieses Produkt. Da siehst du jetzt mal die Produkte so und als nächstes verwende ich immer das Peptide Glazing Fluid, auch von Rode. Das ist auch gut, aber das benutze ich nicht so oft, aber wenn ich Make-up drauf gebe, benutze ich das meistens so als Base. Und das gebe ich auch meistens nur hin, wo ich so Rötungen habe, also beginne dort und dann gebe ich es überall hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber das ist so meine Technik. Und dann das letzte Produkt, was ich verwende, alle sind von Rode, aber die Rode Barrier Restore Cream, aber sie ist eigentlich schon fast leer, also ich glaube, das wird das letzte Mal sein, wo ich sie verwende. Schau dir das an. Da hat sich wer gefreut, mich zu sehen, gell? Hihi, haha. Ich habe diese Sonnencreme von Supergoop gekauft, den Glow Stick. Das ist, glaube ich, Schutzfaktor 50, ja? Und ich glaube, wir verwenden den zum ersten Mal. Ich habe den gekauft. Habe ich den gekauft? Schau dir das an, der schaut giftig aus. Ich liebe ja Sonnencreme und ich liebe auch Sonnencreme zu tragen unter Make-up oder auch im Winter. So, ich trage Sonnencreme wirklich oft. Und das ist meine Favorite Sunscreen. Die ist von Summer Fridays. Die verwende ich immer unter Make-up und sie ist die absolut beste. Sie tut nicht so fusseln, weißt du, was ich meine? Also, die ist mega. Also, falls du für eine gute Sonnencreme suchst, die du immer tragen kannst. Wir haben sie ein bisschen kaputt gemacht. Die hört sich nicht gut an. Oha, die fühlt sich richtig weird auf der Haut an. Ich wollte was Neues probieren. Let's see if it will bite me in the ass. Done with skincare. Mein Lieblingsprodukt ever. Jetzt verwende ich meine Lieblingsfoundation zurzeit. Die ist von Laura Mercier. Das ist die Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Was ich dir gar nicht erzählt habe, was ich dir erzählen wollte, ist, am Sonntag war ich bei einem Kochkurs und habe gelernt, wie man traditionell Momos macht. Und das hat mir die Lilly zum Geburtstag geschenkt. Und da waren wir bei Yak und Yeti. Das ist so ein ganz süßes Lokal mit so einem Innenhof, so versteckt hinten im 6. Bezirk. Wir waren so 20 Leute und dann hat uns so der Küchenchef gelernt, wie man halt Momos macht auf seine Art oder halt traditionell.
traditionell, wie man Momos macht. Und wir waren so in der Küche und wie man die Soße dazu macht. Und dann haben wir für 2 Stunden einfach Momos gemacht und der Teig war schon fertig zum Glück. Stell dir vor, wir hätten den Teig selber machen müssen. Und es gab so insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Tische und bei jedem Tisch stand halt eine Person, die dir so gezeigt hat, wie man Momos macht. Erstens einmal, ich weiß, wie man ein Gyoza macht. Auch nicht ganz schön, aber ich kann es. Es schaut so ähnlich aus, wie es ausschauen soll. Die Momos kann man so machen auf eine runde Art, schon wie so ein Soup-Dumpling, so von der Form. Ich habe nicht gecheckt, wie man das macht. Ich werde dir das ja einfügen. Ich habe nicht verstanden, wie diese eine Art von der Faltung geht. Ich habe es nicht verstanden. Es gab so ganz viele verschiedene, aber sie hat uns 4 oder 5 gezeigt. Eine konnte ich sehr gut. Da habe ich ein sehr schönes Momo gemacht. Das habe ich auch fotografiert. Das zeige ich dir. Das war auch die einzige Form von Momos, die Lilly und ich hingekriegt haben. Wir haben immer gesagt so, wir machen die. Aber ich war dort auch urüberfordert, weil die hatten die längste Karte von Drinks, die ich jemals gesehen habe. Und warum man weiß, dass ich überfordert war, ist, weil normalerweise bestelle ich mir so ein Cola Zero oder Litchi-Saft, Mangosaft. Es gab so viel fucking Auswahl. Ich habe mir ein Leitungswasser bestellt, weil ich war so, I can't choose. Irgendwie so irgendwie. Ich finde, das schaut ganz gut aus dafür, dass es 2 Minuten gedauert hat. That is the hair done. Warum schaut mein Make-up heute eigentlich gut aus? So, what? Also, Miss Stephanie muss um 14 Uhr ins Office. Ich muss heute nur so ein paar Sachen erledigen und muss auch ein Video schneiden. Ich werde, glaube ich, weil das Wetter noch so zwischen heiß, kalt wechselt. Weißt du, so typisches Aprilwetter. Glaube ich, werde ich eine Anzugshose anziehen und eine Bluse. Das ist so der klassische Look. Und dann so vielleicht so kleine Heels. Einfach nur, weil ich heute nicht viel gehen muss. Und ich finde, Heels sind cute. So, let's get the pants. Uno momento, por favore. Meine Dwarf Avenue Anzugshose. Das da sind meine absoluten Lieblingsblusen. So, ich finde, die schauen so schick aus. Und sie huggen dich so an der Waist. Und es schaut einfach, du schaust so snatched aus. Und die sind beide von Diesel. Ich habe die da vor so 1,5 Monaten gekauft und hatte die, glaube ich, 15 Mal schon an. Ich liebe die. Und ich war so, weißt du was, ich investiere in die blaue, weil erstens mal ist blau meine Lieblingsfarbe und zweitens finde ich, blau steht mir gut. Und ich glaube, heute ziehen wir die blaue an. Ich hatte die blaue noch gar nicht an. Ich glaube, es ist Zeit, obwohl meine Nägel würden eigentlich besser passen zu pinken. Siehst du das? Okay, das da ist die Bluse. Ich liebe diese Bluse. Ich finde sie so süß. Ich kann sie noch enger machen. Aber ich finde das einfach so cool, dass du einfach so machst. And you're snatched. Die blaue ist, glaube ich, mein Favorite. Diese Schuhe, falls du den London Vlog angeschaut hast, habe ich in London gekauft. Und die würde ich jetzt dazu anziehen. Aber ich finde, die sind ein bisschen zu stylisch heute. Deswegen ziehe ich einfach meine Slide-In Golden Goose an. Die sind mega angenehm, die Slide-Ins. Plus wir machen jetzt noch ein paar Erledigungen. Und ich will nicht mit Heels herumgehen. Das ist das fertige Outfit. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich meine, das ziehe ich so immer an. Immer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, ich schaue heute gar nicht so scheiße aus. So. Normalerweise finde ich, kennst du das? An den Tagen, wo du so gut aussehen musst, schaust du nicht so gut aus. Und dann an den Tagen, wo du so bist, so, schaust du geil aus. Meistens klicke ich einfach auf mein Lieblingslied und dann drücke ich auf Radio und dann kommt einfach so eine ganze Playlist von so, ich meine, du kennst das wahrscheinlich eh, von so Sachen, die mir gefallen könnten und ein Mix auch aus meinen Lieblingsliedern, zum Beispiel Espresso höre ich die ganze Zeit, Fortnite, Illusion von Dua Lipa ist, glaube ich, eines der besten Lieder, das 2024 rausgekommen ist, wie auch Espresso von Sabrina Carpenter, aber das ist zurzeit mein Lieblingslied. Ich glaube, in meinem Zimmer hat es Minusgrade. Ich glaube, wenn du hier reinkommen würdest, würde dir jemand empfehlen, nicht hier zu pennen.